Dabdi-dabdi-du, was für ein schöner Tag. Ein perfekter Tag, um was zu essen oder um die neue Sonnenbrille auszuprobieren. Oh, eine Kuh, wo kommt die denn her? Ist diese Kuh etwa gerade eine Banane? Um diese Jahreszeit essen die doch normalerweise nur Auberginen. Ich liebe Bananen. Bananen enthalten sehr viel Kalium. Oh ja, nicht nur Kalium, sondern auch das radioaktive Isotop Kalium-40. Wie könnte ich nur radioaktive Bananenstrahlung mit meinen bloßen Augen sehen können? Ich hoffe, dass mich diese Suchanfrage weiterbringt. So, wie kann man radioaktive Strahlung sichtbar machen? Ah, eine Cloud Chamber. Klingt interessant. Gibt's vielleicht dazu ein YouTube-Video? Ich bin gespannt. Vielleicht bastel ich mir selbst zu einer Cloud Chamber. Als erstes braucht ihr ein bisschen Uran oder Plutonium. Im nächsten Schritt die Uranzentrifuge auf 100 Grad vorheizen. Immer nicht vergessen, fertig ist die Cloud Chamber. Also, radioaktive Strahlung sichtbar machen. Das ist möglich mit einer Cloud Chamber und deutschen Nebelkammer genannt. Und so eine Cloud Chamber ist ein wissenschaftliches Instrument, das dazu dient, die Spuren ionisierender Strahlung sichtbar zu machen. Und das funktioniert so, indem in einer geschlossenen Kammer, in dieser Nebelkammer, winzige Tröpfchen in einer übersättigten Dampfatmosphäre gebildet werden und dadurch diese verschiedene Strahlungsarten wie Alpha, Beta und Gamma sichtbar werden. Hier im Hintergrund sieht man das ganz schön, wie von diesen einzelnen Gegenständen diese einzelnen Fäden weggehen. Und ja, wer das schon mal gesehen hat, der hat sich auch wahrscheinlich direkt gedacht, dass wir selbst basteln, und da gibt es unzählige Anleitungen im Internet. Ich habe hier mal einen Hintergrund zu ein paar, also die sind wirklich sehr cool geschrieben. Und da hat man direkt Bock, die auszuprobieren. Aber in diesem Video will ich nicht irgendeine Anleitung nachbauen, ich möchte meine eigene Cloud Chamber machen. Meine eigene total abgefahrene, verrückte Cloud Chamber. Und bei meiner Cloud Chamber habe ich mir Folgendes ausgedacht. Die sollen nämlich so einfach wie möglich sein, mit Artikeln, die man ganz einfach im Baumarkt oder sonst wo ganz einfach bestellen oder kaufen kann. Und dazu habe ich mir folgenden Aufbau überlegt. Da es ein einfacher Aufbau sein soll, benutze ich das weltweit bekannte Programm Paint, um euch zu zeigen, was ich vorhabe. Als Gehäuse für die Nebelkammer möchte ich so eine Glasglocke nehmen, und dort in der Mitte kommt mein radioaktives Element rein, und dann kommt diese Glasglocke darüber, und in dieser Glasglocke kommt dann oben sowas wie ein Schwamm rein, der mit Alkohol benetzt wird. Und dann muss ich nur noch unten irgendwie die Kälte ranbekommen, um eine Temperaturdifferenz zu erzeugen. Diese Temperaturdifferenz ist halt wichtig, damit unten das Isopropanol diese Nebelschicht halt bilden kann und dadurch man die Strahlung sieht. Da ist nur die Frage, wie bekommt man es kalt? Wenn wir von Kulner sprechen, kommt nur Larry the Lobster in Frage. Aber da wir den deutschen Begriff Kälte benötigen, müssen wir auf andere Maßnahmen zurückgreifen. Auf meiner kleinen Forschungsreise zu diesem Projekt habe ich viele von solchen kleinen Propan-Druckluftflaschen gesehen. Und Propan hat einen Siedepunkt von minus 42 Grad Celsius. Also das sollte cool genug sein für unser Projekt. Also habe ich mich dafür entschieden, das für mein Projekt zu verwenden. Diese kleinen Druckluftflaschen sollen eigentlich dafür genommen werden, um bei Elektronikgeräten oder bei anderen Sachen Staub wegzupusten. Aber wenn man diese Flasche umdreht, kommt halt das flüssige Propan heraus. Und ja, das kann man dafür hervorragend nutzen, um unsere Nebelkammer abzukühlen. Das Wichtigste für unsere Cloud Chamber ist natürlich unser Behältnis, wo später unser radioaktives Teststück reinkommt. So eine Glasglocke wie hier findet man in vielen Deko-Geschäften. Da die Basis der Glasglocke aus Holz ist, kann später leicht reingebohrt werden. Ihr könnt aber auch viele andere Sachen dafür nehmen. Hauptsache, euer Gefäß ist einigermaßen luftdicht und dass man gut reinschauen kann. Für meine Variante einer Cloud Chamber benötige ich zusätzlich noch mein Propan. Deshalb habe ich mir im Baumarkt so eine Flasche Druckluft geholt. Dann benötige ich noch ein Rohr, wo später das flüssige Propan durchfließen kann. Dafür habe ich solche Messingrohre genommen, welche im Baumarkt günstig zu erhalten sind. Zu allerletzt braucht man noch so einen Gummischlauch, um die einzelnen Messingrohre später verbinden zu können. Mehr benötige ich auch nicht für meinen Versuchsaufbau.
Ihr müsst halt bedenken, wenn ihr diese Art der Cloud Chamber auch durchführen wollt, ist, dass ihr das Experiment in einem gut durchlüfteten Raum ausprobiert. Denn Propan kann in geschlossenen Räumen zur Explosion führen, wenn eine offene Flamme angemacht wird oder wie wenn man einen Stecker in die Steckdose steckt und dann so ein Blitz kommt. Also darauf müsst ihr wirklich aufpassen. Am besten ihr probiert auch gleich mal im Baumarkt aus, ob man das Messingrohr einfach in den Schlauch reinschieben kann, denn so müsst ihr da nichts abdichten und das ist viel einfacher so. So, jetzt habe ich alle meine Zutaten für meine Cloud Chamber und jetzt muss ich nur noch meine Maker-Sachen machen, damit die ganzen Einzelteile miteinander kombiniert werden. Dafür muss ich als erstes in meiner Glasglocke in der Basis ein paar Löcher bohren. Da die Glasglockenbasis aus Holz besteht, kann man dafür einfach einen Holzbohrer nehmen. Es gibt auch welche mit Kunststoff, da muss man halt gucken, welchen Bohrer man verwendet. Aber eigentlich sollte dort auch ein Holzbohrer gehen. Ich habe mir dann noch auf meinen Holzblock diese Markierung gemacht, um zu wissen, wo ich bohren kann. Damit das halt auch später einigermaßen okay aussieht. Das ist zwar nur ein Prototyp-Bastelprojekt, aber es soll ja trotzdem ein bisschen schick aussehen. Und achtet natürlich darauf, dass euer Arbeitsplatz immer schön sauber bleibt. Da ich jetzt meine 6 Löcher in meine Holzbasis gebohrt habe, kann ich im nächsten Schritt den Gummischlauch durchstecken und meine Messingrohre reinpacken. Dafür habe ich erstmal geguckt, wie lang müssen die sein, denn ich muss sie natürlich noch kürzen, die können nicht so lang bleiben. Um die Messingrohre zu kürzen, könnt ihr am besten eine Säge nehmen. Ich habe das ein bisschen anders gemacht, habe einfach eine Knipzange genommen. Das ging auch. Dann muss ich das nur noch alles miteinander verbinden und so sieht das Ganze dann aus. Das Ganze muss ich jetzt natürlich auch noch für diese anderen 2 Löcher machen, anderen 2 Messingrohre. Es sind ja eigentlich 4 Löcher. Und genau, und dann habe ich da meinen Anschluss für mein Gas und dann fließt das dort einfach durch und kühlt meinen Cloud Chamber Raum ab. Ich habe dann direkt auch mal meine Konstruktion ausprobiert und ein bisschen flüssiges Propan durch meine Messingrohre und Gummischläuche durchgeleitet und ich war überrascht, wie kalt das direkt wurde. Also da hat sich direkt so eine kleine Eisschicht drauf gebildet. Um die Abgabefläche für die Kälte ein wenig zu erhöhen, habe ich mir so ein Blech genommen, welches ich nur noch in ein kleines Rechteck schneiden musste. Das Problem, ich habe keine Blechscheren, also musste etwas gefuscht werden. Ich glaube, beim nächsten Mal lasse ich diesen Schritt und fahre einfach zum Baumarkt und hole mir so eine Blechschere. Nichtsdestotrotz habe ich aus dem Riesenblech ein kleineres Blech gemacht, welches ich auf meine Messingrohre draufpacken kann. Natürlich brauchen wir noch irgendwas Radioaktives, womit wir später unsere radioaktive Strahlung sehen können. Und dafür habe ich Uranglas genommen, also das ist Glas mit ein wenig Uranoxid versetzt. Und wenn man das mit UV-Licht anstrahlt, also mit so einer UV-Lampe, sieht man auch, wie das so schön fluoresziert. Also das ist ganz cool, man sollte Schmuck daraus machen. Mein unförmiges Blechstück habe ich dann noch mit ein bisschen Wärmeleitpaste an den Messingrohren befestigt. Für die Cloud Chamber benötigt man dann noch Isopropanol und einen Schwamm, um dies aufzusaugen. Ich habe mich hier für SpongeBob-Schwammkopf entschieden. Ihr könnt auch jeden anderen Schwamm dafür verwenden, aber für mich kam nur SpongeBob-Schwammkopf in Frage. So, und nachdem ich den Schwamm mit Isopropanol versetzt habe und diesen oben in der Glasglocke befestigt habe, konnte auch schon der Versuch starten. Und dafür habe ich meine kleine Uranglas-Perle dort reingepackt und habe ein bisschen Propan durchgeleitet. Und irgendwann fing das halt auch an, dann dort zu vereisen. Und erstmal ist nichts passiert, bis auf einmal ganz spontan so eine Nebelschicht entstanden ist. Also und da hat sich dann dieser Isopropanol unten gesetzt und genau, und dann habe ich
gespannt geschaut, ob ich solche Spuren, wie ihr am Anfang des Videos gesehen habt, bei so einer professionellen Cloud-Chamber. Und man hat ein paar gesehen. Also ich hoffe, man sieht die im Video. Man sieht das so ein bisschen hin und her fliegen. Und genau, also das Wichtige ist halt, eine Temperaturdifferenz, einen Temperaturunterschied zu erschaffen. Und deshalb muss es halt unten kälter als oben sein. Also man muss das eigentlich nicht unbedingt kühlen, aber dann muss das halt oben sehr, sehr heiß sein. Und genau, und so muss das halt oben nur Raumtemperatur haben und schon entsteht diese Nebelschicht. Es sind dabei auf jeden Fall coole Aufnahmen entstanden. Ich fand es halt schade, dass das nicht so aussah wie in diesem ersten Clip, in dieser richtigen Cloud Chamber, aber das habe ich auch nicht erwartet. Ich wollte ja nur ein bisschen rumprobieren und ja, aber dafür hat es mich auf jeden Fall zufriedengestellt. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum diese Nebelschicht so spontan gebildet wird. Vielleicht hat das irgendwas mit Druck zu tun, aber es ist halt passiert halt nichts und auf einmal ist halt so eine Nebelschicht da. Ja, aber ich fand das total faszinierend und das sah sehr, sehr cool aus. Es ist natürlich zu beachten, dass Uranglas sehr, sehr schwach strahlt. Also dort ist wenig Uran enthalten und deshalb ist da auch nicht so viel zu sehen. In den 4 Videos online, dann nimmt man spicy Sachen, also sowas wie Americium oder Radium und das ist ein ganz anderes Kaliber. Und das ist erstens schwer zu bekommen in einer sicheren Form, also nicht in so einer alten Uhr, da ist oft Radium enthalten, aber das kann abbrechen und dann hat man das in der Luft herumfliegen. Oder halt, wie gesagt, diese Glühstrümpfe, die halt auch zerbrechen können. Also da muss man halt schauen. Man kann theoretisch auch in den Keller gehen und dort Staub saugen und den Staub nehmen. Denn dieser Staub, der enthält halt ein bisschen Radon. Aber das war mir auch zu wild und dieses Uranglas sieht doch ganz schick aus. Also kann ich nur empfehlen, das so zu machen. Und das war es auch zu meinem Versuch. Ich hoffe, das Video war unterhaltsam und ihr konntet euch so ein bisschen Inspiration holen. Macht gerne eure eigene Version der Cloud Chamber und schickt eure Kreationen uns bei Instagram. Ich bin sehr gespannt, was ihr so macht. Und ja, ich lasse euch mit dem Video alleine. Schaut es euch ein bisschen an, genießt die Nebelshow und ich wünsche euch noch einen fantastischen Nachmittag.